Tennelore sollte uns näher bringen, aber es hat unseren Orden nur gespalten. Der Rat mag euch aufgegeben haben, aber ich weiß, wer ihr wirklich seid, Dagon. Auch wenn ihr selbst es vergessen habt. Sie hat so sehr an ihn geglaubt. Immerhin musste sie nicht sehen, wie er der dunklen Seite verfiel. Keine üble Aussicht, was, Kumpel? Ob Grease und Boat inzwischen die Mantis repariert haben? Sieh dir die an. Du bist neu hier, oder? Ja. Dann weiß ich, wo du mal nachsehen solltest. Da ist dieser Typ, ein begeisterter Angler, hängt in seinem Skiff am Fuß des Berges rum. Er ist in der Nähe eines imperialen Lagers. Siehst du mal nach, ob er okay ist? Ja, kein Problem. Tausend Dank. Tennelore ist real. Vielleicht ist es der letzte Winkel der Galaxis, der vor dem Imperium sicher ist. Ich wünschte, du hättest es auch sehen können. Ich glaube, das ist unsere Rückfahrkarte. Ganz ruhig. Wir tun dir nichts. Du kennst dich auf Cowboy aus, oder? Schon geht's los. Mal sehen, ob Doma daran Interesse hat. Lassen wir uns mitnehmen, BD. Aber Neko.
Zeit für einen Ausritt, Kumpel. Ja! Mit einem kleinen Schubs unseres neuen Freundes kommen wir durch dieses Tor. Hey, mein Freund. Machen wir einen Ausritt, BD. So kommen wir schneller voran. Hoch! Ein Sandkriecher. Du weißt, was das heißt. Wir sind irgendwo Jawas. Komm schon, Neko. Na los! Samen. Vielleicht kann ich die irgendwo einpflanzen. Ruhig, Neko. Noch ein Klumpen. Und weiter.
Da sind sie. Die Gebäude sind uralt. Älter als alles, was wir bisher auf Kobo gesehen haben. Sieht, ist die Mantis wieder startklar. Komm schon, BD. Begrüßen wir Sie an der Landeplattform. Hast du das? Warte, was? Nein! Vorwärts, BD! Thank you.
Wer bist du? Okay, das war's für mich. Du siehst aus wie neu. In der Tat. Dieser mechanische Mixologe kann Wunder wirken. Ich muss es wissen. Haben Sie den Schlüssel nach Telenor gefunden? Es ist kompliziert. Wir werden ihn finden. Monk hat mir gesagt, was passiert ist, während ich schlief. Dass der Orden der Jedi nicht mehr existiert, muss furchtbar für Sie sein. Wir haben beide viel durchgemacht, aber es muss weitergehen, Kerl. Denn was bleibt uns sonst? Das stimmt. Einen Platz haben wir noch. Ich werde hierbleiben. Aber wenn Sie meinen Rat brauchen, bin ich im Salon. Es war ein großes Glück, Sie zu treffen, Kerl Kestis. Ich habe draußen was gefunden. Ach ja, was denn? Noch ein Holocron? Einen Jedi. Aus der Zeit der Hohen Republik, konserviert in Bacta. Dagon Gerra. Ich habe ihn befreit. Was ist passiert? Er griff mich an und floh mit den Bedlam Raiders. Nach ihm hatten sie gesucht. Er sagt, die Jedi hätten ihn verraten. Wandte sich zur dunklen Seite. Alles okay, Kleiner? Tenalor. Es existiert. Irgendwo versteckt im Abyss. Oh, das ist doch völlig unmöglich. Der Abyss frisst jedes Schiff, das ihm zu nahe kommt. Schon vor Jahrhunderten hat die Republik einen Weg hindurchgefunden. Darum haben sie die Anlage im Wald gebaut. Eine versteckte Welt, die seit Jahrhunderten niemand gefunden hat. Wenn du weißt, wie du durch den Abyss kommst, könntest du verschwinden. Ohne Spur sogar. Keine Bedlam Raider, keine Kopfgeldjäger. Kein galaktisches Imperium. Ich spekuliere hier nur, aber für mich klingt das wie ein Ort, den man Heimat nennen könnte. Ja, könnte eine Heimat sein. Los, nimm die Füße runter. Na schön, ich gehe zurück zur Kantine. Weißt du, Grease, wir könnten guten Piloten brauchen. Ich weiß nicht. Ich finde, ihr kommt doch gut allein zurecht. Bloß das Putoli-Gewebe könntest du mal so. Wir kennen die Mantis nicht so wie du. Niemand tut das. Ach, Kerl, es tut mir leid. Meine besten Zeiten liegen längst hinter mir. Ich kann nicht mal die Karten richtig halten. Ich weiß, es hat sich viel verändert, aber ich weiß nicht, ob ich es ohne dich schaffe. Siehst du das wirklich so? Allerdings. Oh Mann, ich schätze, ich könnte fragen, ob Monk den Salon weiterführt. Crazy peasy. Okay. Und du? Allzu viele Kredits werden dabei nicht rausspringen. Kerl, das ist besser als alle Kredits. Stell dir vor, kein Blick mehr über die Schulter. Ein sicherer Hafen für uns. Und die, die wir lieben. Wenn jemand was über eine verlorene Jedi-Welt weiß, dann Sia. Jeddah!
Ein Besuch bei dieser netten Lady ist längst überfällig. Wisst ihr, ich mach noch was zu essen, bevor wir aufbrechen.